Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und in diesem Video gibt es wieder eine modellierte Figur auf vielfachen Wunsch, und zwar dieses Einhorn. Never Ending Trend. Ich habe es so einfach wie möglich gestaltet und daher die verschiedenen Elemente wie Kopf, Körper und so weiter in einfachen Grundformen gehalten, nicht zu komplex, dass es wirklich jeder nachmachen kann. Wenn dich das interessiert, nehme ich dich mit in die Konditorei. Viel Spaß! So, legen wir los. Ich habe mir hier den Modellierfondant schon vorbereitet. Das habe ich am Vortag gemacht. Wenn du wissen willst, wie Modellierfondant vorbereiten, dann verlinke ich dir gerne ein Video dazu. Ich knete den Modellierfondant gut durch und mache zuerst den Körper und mache dazu eigentlich so einen Kegel. Die Grundform beim Modellieren ist immer zuerst rundrollen und dann in eine Figur gehen, wie jetzt beispielsweise in einen Kegel. Das siehst du jetzt hier noch detaillierter. Zuerst durchkneten, den Modellierfondant weich machen und dann in der Hand schön rollen, so eine Kugel machen, etwas gewölbt halten und so ineinander drehen, dann gibt es eine schöne Kugel. Der Unterkörper ist in diesem Fall ein Kegel und der Kopf eine Kugel. Von den Gramm her, der Kopf ist 80 Gramm und der Körper 50 Gramm. Das habe ich über die Waage gemacht. Das verlinke ich dir natürlich auch noch gerne auf meinem Rezepteblog. Die Kugel drücke ich noch ganz, ganz leicht flach, damit es so eine leichte Birnenform gibt. Im Anschluss nehme ich mir grauen Fondant. Das muss jetzt nicht unbedingt Rollfondant sein, ist aber vom Vorteil, geht aber auch ohne. Rolle den dünn aus und nehme einen ovalen Ausstecher und lege das über den Mund. Wenn du den ohne Stärke ausrollst, klebt das meistens von alleine und du brauchst nicht einmal Zuckerkleber. Jetzt nehme ich den in die Handfläche, dann verliert der Kopf seine Rundung nicht. Das ist ein Vorteil. Dann nehme ich mir hier so einen Plastiklöffel, stecke den ganz weit rein und ziehe den so durch und mache mir dadurch gleich den Mund. Mit so einem Kegelmodelliertool drücke ich mir die Nase ein. Und für die Augen verwende ich ganz normale Zuckerperlen. Mit dem Plastiklöffel strukturiere ich bei den Augen noch ein bisschen durch. Dreimal Eikerben auf jeder Seite. Und den Löffel verwende ich gleich wieder für die Mundwinkel noch etwas auszuprägen. Dann nehme ich mir wieder den grauen Rollfondant, rolle so eine lange Wurst, circa 1 cm dick, und schneide mir 4 gleich große Teile. Die runde ich noch ein bisschen ab bei den Kanten, das mache ich einfach mit den Fingerspitzen und stelle sie danach auf meine Arbeitsfläche. Dann habe ich mir so einen Dummy geholt, gebe den Kegel, den ich als Körper brauche, oben drauf und stecke einen Lolli-Stiel durch. Das hilft der Stabilität. Und zwar gehe ich eigentlich in den Styropor rein, bewusst. Hier wichtig, löse dir das zuerst wieder ab. Sonst kann es sein, dass er klebt, aber ich will eigentlich unten noch Lolli-Stiel unter dem Kegel raus haben, denn dann kann ich ihn dann perfekt auf der Torte fixieren und der haftet mir dort auch noch. So viel dazu, das zu meiner Technik. Muss nicht jeder so nachmachen, man sieht es vielfach, dass man nur den Kopf mit dem Lollipop-Stiel beschwert. Weiter habe ich 2 Kegel gemacht, eigentlich das gleiche wie beim Körper. Einfach in kleiner Ausführung, die lege ich jetzt schön an die Füße hin und klebe mir die mit Zuckerkleber an. Wie schon gesagt, Modellierfondant und Zuckerkleber, das ist das gleiche Video, das ich aufgenommen habe für euch, das verlinke ich euch natürlich gern. Die Hinterfüße sind genau gleich, nur sind das kleinere Kegel, die auch eigentlich auf die Hufen, sage ich mal, angepasst werden und in einer Krümmung um den Kegel, den als Körper dient, hingelegt werden. Dann kann ich mir dann eigentlich auch den Kopf nehmen und aufspießen. Ich schaue immer, dass der nicht ganz gerade drauf ist, sondern immer eine leichte Neigung hat
und auch nicht parallel zu den Füßen ist, sondern leicht versetzt, dann wirkt es etwas niedlicher. Dann rolle ich mir weißen Rollfondant aus, steche Herze aus mit diesem Ausstecher und mache das genau gleiche mit rosa Fondant. Also einfach mit einem kleinen Ausstecher, zuerst die weißen mit dem größeren und die rosa Herzen mit dem kleineren. Das Ganze füge ich zusammen und dient mir dann als Ohren. Für das Horn nehme ich mir hellrosa und etwas dunkelrosa Fondant, mache so Spitzen und zwirble das Ganze auf. Danach nehme ich mir einen Zahnstocher, spieße es auf und stecke das Horn im Endeffekt in das Einhorn rein. Dann nehme ich mir vier verschiedene Farben. Ich habe mich für rosa entschieden, gelb, blau und violett oder lila. Und mache solche Spitzen. Wie mache ich die? Einfach in der Handfläche gut verreiben. Dann werden sie links und rechts ausgedünnt. Das schneide ich dann in der Mitte durch und lege es hin. Also wichtig ist, dass die Spitzen vorne zusammenkommen. Was hinten raussteht, ist nicht so wichtig. Aber vorne sollten sie zusammenkommen. Das hinten wird dann auch zusammen abgeschnitten. Und damit du so Spitzen von Anfang an bekommst, einfach in der Hand fest verreiben. Durch die Handfläche sind schon zwei Spitzen eigentlich garantiert. Das schneide ich in der Mitte durch, wie gesagt, hinten abschrägen und dann hast du solche Haare. Eigentlich hinten auch ein bisschen zusammenkneifen und gleich als Büschel über das Einhorn legen, dann fallen die eigentlich auch richtig und sieht ziemlich natürlich aus. Mit dem Zuckerkleber und vielleicht mit dem Pinselrücken noch etwas ausbessern, falls du nicht ganz zufrieden bist. Dann fehlt noch der Schwanz. Hier mache ich eigentlich genau das gleiche, aber dünne es nur auf einer Seite aus. Nehme auch wieder alle Farben, legen sie nebeneinander. Hier übrigens, diese verschiedenen Farben kannst du normalen Rollfond nehmen, muss nicht Modellierfondant sein, denn es ist ja nur ein Detail, also ein Detail, und die Haare müssen nicht so extrem stabil sein wie der Körper. Falls dir der Oberkörper zusammenfallen würde oder zerdrücken würde, lass das Ganze einfach antrocknen, vielleicht über Nacht aushärten, dann kannst du am nächsten Tag den Kopf problemlos oben drauf geben. Jetzt das Ganze drehe ich mir ein, wie eigentlich das Horn, wenn ich die vier Farben habe, lege es hinten als Schwanz hin, hört sich witzig an, ist aber so, als Schwanz hin und lege den noch über das Hinterbein. Und als Abschluss bekommt das süße Einhorn noch eine Glitzerdusche. So, das war's mit dieser Figur. Ohne viel Übung kannst du dir die sicher nachmachen, denn wie gesagt, es sind einfache Formen, Grundformen, die ich einfach aneinander gefügt habe und so das Einhorn daraus entstanden ist. Wenn du komplexere Figuren modellieren willst, das braucht schon etwas Übung, vor allem wenn es dann in die echten Personen reingeht und nicht mehr so ein Comic-Stil ist. Denn die Comicfiguren kann man erstens sehr gut runterbrechen auf einfache Gesichtszüge und zweitens vom Kopfverhältnis zum Körper ist circa der Kopf ein Drittel und der Körper zwei Drittel, was die Figur automatisch niedlich erscheinen lässt. Dann noch ein wichtiger Punkt, die Augen. Wenn du mit Augen nicht so geübt bist, dann mach sie so einfach wie ich jetzt im Video, denn wenn du die Augen versaust, dann versaust du die ganze Figur. Denn eine Figur lebt extrem stark von den Augen. Da kann man auch noch sehr, sehr viel machen, aber die Augen sind elementar wichtig bei einer Figur. Also, bei menschlichen Figuren ist es sehr, sehr schwierig dann, dass die dann auch nach Mensch aussieht. Ich denke, die, die modellieren, wissen, was ich meine. Die hatten sicher auch schon ihre Erfahrungen damit gemacht, eine Figur zu modellieren, die dann nicht so aussah, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber Schritt für Schritt zuerst einfache Figuren und dann aufbauend immer ein bisschen komplexer werden. Das war's mit diesem Video. Alles verlinkt natürlich auf meinem Rezepteblog, dort sogar die Gewichte, dass du auch die Proportionen, dass du die behalten kannst.
Okay, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich Daumen hoch. Falls du es noch nicht getan hast und kein Video von mir verpassen wirst, abonniere doch am besten den Kanal. Falls du das cool findest und Freunde hast, die das auch sehen sollten, dann teile es doch mit denen. Hier bekommst du noch eine Umrechnungstabelle von mir geschenkt. Hier geht es zum Rezepte-Blog. Hier kannst du den Kanal abonnieren und hier geht es zum letzten Video. Ich verabschiede mich und bedanke mich für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.